Vielleicht hat er ja die Hütte dann zumindest. Wow. Das Ding sieht so geil aus, ne? Ich frage mich, wenn ich das Ding betreibe, ob dann mein Spritverbrauch hochgeht. Und vor allem frage ich mich, wartet mal, das werden wir ja gleich sehen. Zwei Plastik. Zwei Transistoren, eine Sicherung und zwei davon. Doch, die Ausbeute ist schon... Ja, doppelt so hoch, ne? Boah. Leute, wisst ihr, was das heißt? 21 von den Dingern. Und Plastik. Das ist... Boah. Ich sollte jetzt mal gucken, dass ich irgendwie Holz mitbringe. Mal gucken, wie lange er braucht. Holy shit. Okay, wir sind da die nächsten 36, quasi 63 Minuten mal einfach nur am Recyceln. Also die nächsten, lass mich kurz überlegen, 80 Stunden. Wie sieht es denn bei dir mit der Stärke aus, mein Fräulein? 11er. Eine 11er Stärke ist natürlich... Oh, das war die falsche Taste. Nee, eine 12er Stärke. Geile Sache. So, okay, wir sind voll. Aber ich glaube, wir haben hier einiges schon von einem Mann, was wir nicht am Mann haben. Okay, komm. Plastik. Und das lassen wir hier. So, dann nehmen wir lieber das für mit. Die Tüte brauchen wir auch nicht. Das Gewehr kommt dafür mit. Nee, ich... Motoren habe ich nicht am Mann. Okay. Den Schutzschalter nehme ich mit anstelle von dem. Den Motor anstelle von dem. Zement anstelle vom Eimer. Achso, den habe ich hier gerade raussortiert. Ich dip. Ich habe Sand dabei. Ich habe aber keinen Sand mehr zu Hause. Wird er das nicht? Macht ja nichts. Aber trotzdem mitnehmen. Oder lassen wir den hier und nehmen die Brecheisen mit. Ich nehme Brecheisen mit. Ja. Naja. Das ist okay. Ich bin gespannt, was aus dem Fernsehen rauskommt, wenn wir die recyceln. Sehr gespannt drüber. Eine 12er Stärke und ein 11er Geschick. Die Shirley wird noch richtig gut, Leute. Können wir die Jungs ja fast hier lassen und gehen mit Shirley auf Tour. Ein wildes Tier. Ich sag mal Bär. Ein Wolf. Ich frage mich, wieso er immer... Achso, weil er schneller ist. Er hat ein 10er Geschick. Er hat nun... Also Run hat nur ein 9er Geschick. Gut. Er blutet zumindest. Wahrscheinlich werde ich auch gleich blutend rauskommen. Er macht kaum Schaden, aber trotzdem. Ne, warte mal. Zurück. Verteidigen. Ich möchte, dass Run den letzten Treffer landet, damit er jetzt auf 10 im Nahkampf geht oder in Dings geht. Nein. So, Leder sollte ich schon mitnehmen, ne? Leder sollte ich mitnehmen. Ich habe zwar 47 im Besitz, aber trotzdem sollte ich das Leder mitnehmen. Das Fleisch ist jetzt relativ. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, perfekt. Und? Ah, geschickt, nicht gestiegen.
Ja gut, jetzt müssen wir bedenken, Trauma hat sich bei ihm erhöht, aber sind die eigentlich auch auf dem Heimweg, wenn ich das richtig sehe, oder? Wenn ich jetzt zurückrufe... Ich weiß nicht, ob ich dem unterwegs eine Bandage geben kann, das ist das Problem. Ups, die Dame ist ja fertig hier, sehe ich gerade. So, fertigen. Was können wir denn noch fertigen? Wir könnten jetzt hier direkt zweimal von den großen Rucksäcken her fertigen. Machen wir auch. Und dann habe ich nämlich schon keinen 47 Liter mehr da. Seht ihr? So. Was mir jetzt hier noch fehlt ist, Entschuldigung, dass ich auf das Gruppeninventar oder auf die Gruppenexpedition zugreife und sage, okay, der ist verletzt, bitte nutze eine Bandage, die du bei dir im Inventar mit dabei hast. Das fehlt mir. Wenn es das jetzt noch geben würde, top. Also im Moment sieht es danach aus, dass ich die Jungs gleich zurückrufen muss und dann weiß ich nicht, ob der Kleine überlebt. Der hat noch relativ viel HP jetzt gerade, ist gut. Wenn es aber nochmal einen Kampf gibt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn hätte heilen können. Ja doch, klar. Ich kann ihn doch im Gruppenkampf heilen. Depp. Warum habe ich das nicht gemacht? Den habe ich verteidigen lassen, ne? Ich hätte ihn heilen lassen. Ja, okay, komm. Nächsten Gruppenkampf gucken wir uns das Ganze an. Wir brauchen Holz. Dringendst Holz. Ich will mir so ein Bücherregal und so eine Spielkiste bauen. Spielkiste könnte ich bauen. Aber das Bücherregal will ich eher bauen. Weil ich habe ein paar Bücher. 3 Stück, glaube ich. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Wo bin ich denn gerade hier? Achso, wir haben ja diese Rucksäcke hergestellt jetzt, ne? Wartet mal, Objekt fertigen. Ach ne, müsste ich recyceln, ne? Oder habe ich hier überhaupt noch die Tasche? Ne, ich habe gar keine Tasche mehr. Okay, ich habe jetzt gedacht, wir hätten noch diese komische Tasche da. Aber Sam hat die Tasche ja mitgehabt. Ich erinnere mich dran, da war was. Da war was. Auch sehr schön ist, was hier oben dieser Button fehlt, wo man hochscrollen kann. Seht ihr? Okay. Muss ich noch irgendwas Wichtiges bauen? Von dem hier. Nee, erstmal würde ich sagen, das passt so. Spezial habe ich noch nichts. Ich kann auch gerade relativ wenig bauen. Ich könnte mal Licht machen. Ist aber nicht zwingend nötig. Komm, das sieht so... Sieht so schön aus dann, wenn es hier... gestrichen ist in Lila. Ein bisschen optisch ein bisschen anders sein hier. Okay. So, jetzt fängt's an. Gummi habe ich nicht am Mann. Die habe ich nicht am Mann. Habe ich nicht am Mann. Kalk habe ich am Mann. Kalk ist ja schon. Essen habe ich nicht am Mann. Kohle habe ich am Mann. Kohle ist Deck bis 5. Damit ist das Deck voll. Scharniere sollte ich mitnehmen. Brauchen wir nicht. Gasmaske. Gummi. Eine Schuss Munition und eine Sicherung werden wir auch welche benötigen, Leute. Tja, da
Da ist immer die Frage, was lässt man zurück, was nimmt man mit? Ich habe bis heute nicht begriffen, wofür ich die Kohle brauche. Wahrscheinlich für einen einfachen Herdenwohner. Dann nehmen wir die Sicherung mit. Ist mir lieber. Essen brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Ich habe ja 50 Stück. Also 50 mal Essen zu Hause. Plus noch oben die Falle, wenn da ein Tier reingeht, haben wir auch wieder. Wir haben jetzt einen großen Gefrierschrank mit 40 Rationen. Das passt schon so. Frequenz abhören. Sprungspruch für Händler. Da hat sie jetzt auch ein bisschen trainiert hier im Geschwindigkeit, ist jetzt auch ein bisschen aufgestiegen und so. Falls ich mit ihr doch mal rausgehen sollte, wie gesagt, ich im Moment bin ich so drauf, dass ich sage, ich gehe nur mit den Jungs raus, beziehungsweise ich gehe in Zukunft mit Shirley und Run raus und lasse auch den Jungen hier, den Erwin. Erwin. Ich weiß jetzt nicht, ob die Blutung gestoppt ist, ne? Das kann ich nicht sagen. Ich will die Map angucke. Was haben wir hier? Eine Lichtung. Da war eine Hütte. Da haben wir hier noch was Unbekanntes. Und dann geht das hier runter. Keine Axt bis jetzt. Leider keine Axt bis jetzt. Es ärgert mich ein kleines wenig. Ein klein bisschen. Ja, und hier haben wir natürlich nur den obligatorischen Schund, in Anführungsstrichen, den wir jetzt gerade nicht brauchen. Ach, kann ich gerade noch nicht. Ja, komm, du bist doch fertig, ey. Wieso ist denn das jetzt so? Keine Ahnung. Achso, weil da in dem Moment, wo ich hier geklickt habe, ist der Hase da oben rein. Entschuldigung. Ja, sie hat auch Hunger. Pass mal auf, dann machen wir das so. Du isst dir das Fleisch, dann ist das weg. Dann ziehst du dir den Schutzanzug an und holst das da raus. Wir machen das mit dem Funkspruch für den Händler gleich erst. Nach dem Reparieren kannst du es direkt zerlegen. Ich sag, den großen brauchen wir nicht. Quatsch, den kleinen brauchen wir nicht. Gut, wir kriegen nämlich noch ein Gummi zurück. Das ist ja nämlich noch wichtiger hier. Und die Rohre auch. Und ja, das passt schon. So, dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz. Dann gehst du jetzt hin und sie holt sich den Schutzanzug. Macht dann die Falle leer. Du bist müde, du kannst eigentlich mal eine Runde schlafen und passt dann nochmal Frequenz abhören und dann nochmal Händler. Und wo wir gerade hier oben sind, obligatorisch reparieren wir nochmal. Ich finde das total süß, wie das Kaninchen im Baumel, ne? Dumm, die dumm, die dumm. Voll gemein, eigentlich. Sagt ja unbedingt, dass ich Holz benötige. Ne? Plastik habe ich nicht mehr. Es macht aber auch nichts. Ich habe noch 30 Motoren.
einer mehr oder weniger macht den Braten jetzt nicht fett. Wahrscheinlich schon. Ihr kennt es ja von den Schaltern. Seht ihr? Da kam auch ein Leder raus. Das ist gar nicht mal schlecht. So, kann ich hier gerade noch irgendwas aufrüsten? Ich gucke das jetzt zum 25. Mal durch. Ich weiß, geht sich mir aber ums Prinzip. Ich will's. Ja, hier könnte ich was machen. Ja, gegen Sandstürme. Ja, ist jetzt nicht so das große Problem gewesen, Sandsturm. Also nicht. So, ich würde sagen, sie gibt den Schutzanzug zurück und geht dann direkt wieder trainieren. Was möchtest du? Handeln. Habe ich Leder? Ja. Habe ich Schallplatinen? Nein. Macht nichts. Stimmt so. Kannst du haben. Ist okay. Ich habe ja eh Wasser voll. Kann ich hier eh nichts mit anfangen jetzt. Wenn ich dann jetzt unterwegs das Wasser weghandeln kann, ist doch nochmal super. Warte mal. Nehmen. Könntest du haben. Dann nehme ich doch lieber die Schallplatine mit. Hab dann eine mehr und das Wasser, das müsste ich eh wegschmeißen. Wenn es danach geht. So, du duscht, Quatsch, du gehst aufs Klo und setzt mir dann die Frequenz. Ja, genau, richtig. Hast du? Okay. Und gehst dann Funkspruch für Händler. Wie schaut es hier aus? 95%. Erst verbraucht. Oh ja. Ah, kontaminiertes Wasser kommt. Kommen die nochmal runter? Oder wie? Hä? Die sind vorbeigelaufen. Oh, was? Wie gemein! Da fällt mir aber so ein, ne? Was brauche ich denn für das bequeme Bett? Das war hier zu finden, ne? Da fehlt mir noch ein einziges Holz für. Das werden wir wohl aus dem Recycelten kriegen. Dann würde ich mir das Zweierbett hier. Bequemes Stockbett. Ich weiß nicht, aber aus irgendeinem Grund. Habe ich das Gefühl, dass das bequeme Stockbett nicht so gut ist wie das rote bequeme Bett hier. Wo sind wir? Beim Speicher. Okay. Ja gut. Pass mal, wir machen es folgendes. Sie geht jetzt schlafen. Wie sieht es bei ihr aus mit Intelligenz? Eigentlich müsste ich sie das fertigen lassen. Ja, habe ich gelacht. Wasserspeicher, ne? Und so. Gab keine Vorkommnisse, also keine Frequenzabhörung oder sowas. Wahrscheinlich auch noch, weil ich den er noch offen hab, den Händler da. Der Händler sagt schon, den Waffenhändler. Den da.
Katze war das. Ich denke, was kommt denn hier gerade? Klar, die Katze. Macht Sinn. Gib ein bisschen Gas da. Ja, ihr seht, auf höheren Stufen kann man auch schon mal etwas... Oh, schön. Etwas Geschwindigkeit zulegen. Okay, jetzt wird's interessant. Hm.